Und wir kommen zu dem eben schon angekündigten Kampf. Jetzt ist er da, der Battle of the Heavyweights. Wir haben zwei Schwergewichtskämpfe, die den Abend heute noch abrunden werden. Und wir starten mit dem ersten Schwergewichtskampf am heutigen Abend. Und ich bitte in den Ring den Kämpfer in der blauen Ecke aus Bosnien und Herzegowina, Adnan Rajovic. Herzlich willkommen, welcome, Adnan Rajovic. Und nun sein Gegner. Wir haben es gerade schon gehört, er ist eingesprungen gegen Derek Chisora, einen Riesenkampf abgeliefert, über die Runden gegangen. Und heute Abend steht er hier im Universum Gym in Hamburg. Herzlich willkommen, Sina! Und nun zu den Offiziellen dieses Kampfes. Punktrichter werden sein Marco Morales, Andreas Schweiger sowie Irene Kostenko. Der Mann im Ring, Mustafa Erenay. Und nun zu den Kämpfern. It's time to fight. Der Boxer in der blauen Ecke ist 43 Jahre alt. 112 Kilogramm bei 1,90 Meter Körpergröße. Seine Kampfbilanz, 25 Kämpfe, 21 Siege, 9 davon durch Knockout. In seiner Ecke sein Trainer Elvis Sidro. Meine Damen und Herren, aus Bosnien und Herzegowina, Adnan Rajovic! Sein Gegner in der roten Ecke ist 29 Jahre alt, 101,5 Kilogramm schwer. 1,83 Meter groß. Seine Kampfbilanz: 22 Kämpfe, 19 Siege und alle 19 Siege hat er gewonnen durch Knockout. Er tritt an für Universum Box Promotion in seiner Ecke. Zwei ehemalige Weltmeister: Juan Carlos Gomez und Arthur Grigorian. Meine Damen und Herren, aus Hamburg, Sinan Gerci! Der Kampf ist angesetzt auf 6 Runden, 6 Rounds of Boxing. Die Boxer zur Mitte, the Boxers to the center. Boxers, I'm your referee. This box fight is over 6 Rounds. Listen all times my commands. God bless you. Touch the gloves. Good luck. Die Boxer sind bereit. So let the fight begin. Eines ist zumindest sicher, wenn Sinan Gerci in den Ring steigt, langweilig wird es nicht. Nun hat der 30-Jährige schon eine Menge Titel bei kleinen Verbänden eingeheimst, aber er will natürlich mehr. Heute trifft er auf einen alten Haudegen aus Bosnien und Herzegowina,
Adnan Retzovic. Alles andere als ein Sieg allerdings von Gashi wäre schon eine Überraschung. Machine Gun wird er genannt. Ja, 19 Kämpfe, 19 Siege, 19 mal 22 Kämpfe, 19 Siege, 19 mal vorzeitig gewonnen. Ist schon eine Hausmarke. Also hauen kann er auch Chisora, gegen den er verloren hat. Der hat in der zweiten Runde gewackelt. Er hat das Problem, der Senat Gashi, so ein richtiger Schwergewichtler ist er nicht. Eigentlich bringt er unter 100 Kilogramm. Und er hofft jetzt auf eine neue Gewichtsklasse, die da im Gespräch ist. Das super Cruisergewicht, da darf man bis 99 Kilo wiegen. Wäre genau das Richtige für ihn. Adnan Retzovic, 43 Jahre, natürlich nicht mehr der Schnellste. Das will der Senat Gashi natürlich ausnutzen. Hat viermal verloren, der Retzovic, in seiner Karriere. Nicht allzu viel, dreimal allerdings vorzeitig. The Bosnian Lion nennt er sich. Naja, das ist erstmal hier so ein bisschen Abtasterei in Runde 1. Schön. Aber meine saftige Linke zum King von Adnan Retzovic. Nochmal. Sollte ja seine Schnelligkeit ausnutzen, der Senat Gashi. Naja, erste Runde hat er mal geschaut, wo es lang geht. Zwei, drei sehr gute Treffer gelandet, auch jetzt nochmal. Langt, um die Runde zu holen. Und der Adnan Retzovic, der macht das in aller Ruhe. In aller Ruhe geht er zur Ringmitte und in aller Ruhe geht er auch wieder zurück auf sein Schäbelchen. Kommt aus Sarajevo, Profi seit 2004, also seit 16 Jahren. Hat dann zu Beginn seiner Karriere zwei Siege gelandet, unter anderem gegen Egin Solmaz aus Koblenz. Dann 7 Jahre Pause eingelegt, 2011 Comeback. Erfolge wieder über Solmaz und über Werner Greiskott aus Wuppertal, blieb dann in 14 Kämpfen ungeschlagen und 2014 dann die erste Niederlage gegen den Schweizer Arnold Gergely. Runde 2, Round 2. Da schwitzt schon ganz schön, der Adnan Retzovic schon in der zweiten Runde. Ja, bislang kommt er nicht so richtig zum Zug, dann der Senat Gashi gegen den
Brezovic haut viel in der Luft jetzt hier in der zweiten Runde. Ungenaue Schläge. Das war mal ein Streifschüsschen, sage ich mal. Da wackelt natürlich so ein Koloss wie Brezovic mit seinen 112 Kilo überhaupt nicht. Ja, da muss er an den Brezovic ran und da muss er seine Kombination schlagen. Teilweise vollkommen falsche Distanz gewählt, Zenat Gashi jetzt in dieser zweiten Runde. Aus der Halbdistanz raus, da sieht es gut aus. Das fängt auch noch an zu tänzeln in der Brezovic. Das Silber löst sich langsam bei Zenat Gashi. Da kommt er einfach nicht so richtig durch. Zweimal hat es geklappt, Runde 1 war okay. Aber jetzt macht der Brezovic schon eine kleine Bewegung nach hinten im Oberkörper. Der hat gesessen. Und dann trifft er selten, der Zenat Gashi. Aber wenn einer trifft, dann ist er es. Von Brezovic ist, was das Boxen angeht, bislang nicht allzu viel gekommen. Juan Carlos Gomez da in der Ecke von Zenat Gashi. War natürlich ein auch super Profi. 55 Kämpfe, 51 Siege. 1995 wurde er in Argentinien gegen Marcelo Dominguez, auch hier für die Universum Box Promotion, Weltmeister im Cruisergewicht. 10 Titelverteidigungen. Dann hat er den WM-Gürtel niedergelegt, um sich dann aufs Schwergewicht zu stürzen. Hat auch ein paar nette Erfolge gehabt. Ouch. Schafft es immerhin 2009 zu einem Weltmeisterschaftskampf gegen Vitali Klitschko. Verlor er durch TKO in Runde 9. Runde 3, Round 3. Ebenfalls hier in der Halle Jürgen Blin. Auch eine Boxlegende. Europameister im Schwergewicht 1972. Aber sein ganz großer Tag. Er war 1971 in Zürich, als er gegen Muhammad Ali antrat und immerhin es bis zur 7. Runde schaffte. So. Wieder mal ein guter Treffer jetzt von Zenat Gashi. Der musste einfach ruhiger werden. Und muss den Adnan Brezovic trotzdem unter Druck setzen. Viel kommt von ihm nicht mehr, dafür ist es zu langsam geworden. Aber treffen muss man ihn. Aber auch da wieder gut zu sehen, Kopf leicht zur Seite genommen und schon haut Gashi da vorbei. Führungsstand und dann die rechte nachziehen, mal saftig. Ja.
Gut. Da war sie, die Rechte. Und noch zweimal. Ja, da hat er vorbeigehauen, der Rezovic. Und dann hat er seine Schwierigkeit ausgespielt, der Nakashi. Und hat direkt 2-3 ihm da verbrezelt. Naja, er will den Rezovic immer kommen lassen, aber der. Er kommt nicht. Das ist das Problem an der Sache. Stärke ist natürlich von Gashi, wenn er kontern kann. Ja, aber guter Typ, der Adnan Rezovic. Lässt sich dadurch nichts aus der Ruhe bringen. 2017, da verlor er gegen Tom Schwarz um den WBO Interconti-Titel. K.O. in der zweiten Runde. Gegen Schwarz hat er auch Senat Gashi durch Disqualifikation verloren. Die Nummer 1 der deutschen Boxcrack-Rangliste, den wir aber wohl, wenn überhaupt, nochmal in den nächsten Jahren nicht im Ring sehen wird, nach seinen privaten Kapriolen, die er da so abgezogen hat. Seconds out! Runde 4, Round 4. Zur vierten Runde nach Punkten dürfte er leicht führen, der Senat Gashi. Lebte lange in Spanien, in Marbella. Ist jetzt aber nach Hamburg gezogen, um sich hier im Gym für kommende Aufgaben vorbereiten zu können. In Petsch im Kosovo wurde er geboren. Nummer 15 der deutschen Boxrec-Rangliste. Wie gesagt, Schwarz ist da noch Nummer 1. Noch 2 Agit Gabayel, 3 Christian Hammer, 4 Marco Huck. Den Dimitrenko findet man auch noch irgendwie dort an Nummer 5. Und dann 13 Christian Thun, der jetzt auch hier bei Universum unter Vertrag steht. Im August feiert er einen schönen Sieg in den USA gegen Jason Bergmann. 14 Michael Wallisch, bei dem läuft es zurzeit überhaupt nicht richtig. 4 vorzeitige Niederlagen gegen Christian Hammer. Elfer Ajakba. Und jetzt hat er ihn mal erwischt. Und was zeigt er an? Ja. Also, kein Niederschlag, aber schöner Treffer jetzt. Jetzt dreht er auf. Jawohl, nochmal. Gut durchgekommen mit der Rechten. Zack, und das angeklingelt und jetzt geht er schwer runter. Adnan Rezovic. Und da ist das Handtuch geflogen. Das Handtuch geflogen aus der Ecke von Rezovic und der Kampf ist vorbei. Oh, da hat er mal ganz schön hier vermöbelt jetzt. Und ist er explodiert, der Senat Gashi. Das Ganze schauen wir uns auch noch mal in der Zeitlupe an. Und ja, hat er dann noch gut gelöst, die ganze Sache. Trainiert auch häufig in England bei Dave Caldwell. Gashi, Ex-Trainer von Derek Chisora und Tony Bellio. Hat er die Sache dann doch gut gelöst. Ja, hauen kann er halt. Jetzt 20 vorzeitige Siege bei 20 Siegen. Also das ist schon eine Hausmarke, eine Duftmarke, die er gesetzt hat. Hier nochmal. Batsch war die erste und ein bisschen Innenhand dabei.
So, und jetzt kommt dann das Aus. Da wackelt er, da geht er runter. Da war er vor, war schon angeschlagen. Und das war das Ende von Adnan Rajcovic, der sich natürlich auch jetzt mit 43 Jahren so langsam mal Gedanken macht, wie es weitergeht. 2019 Niederlage gegen die beiden Jungs vom Promoter Errol Cheyan, jeweils um den WBO European Champion Titel gegen Ali Ehren Demirecen durch Disqualifikation und gegen Erik Pfeiffer, gegen den er es bis in Runde 5 schaffte. Na gut, den ganz großen ausgeliehenen Eindruck macht er auch nicht. Lebt halt von seiner Routine. Das ist halt zu wenig gegen Jungs, heiße Jungs wie Senat Kashi. Der war auch schon deutscher Meister im Handfencing. Das ist so eine Art Boxen, Leichtkontakt mit Siegen über den mehrfachen Kickbox-Weltmeister Carsten Grüber und Europa-Vize-Weltmeister Mohamed Hali. Das war 2012. 2013. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. Sieger durch technischen Knockout nach Aufgabe. Nach einer Minute und 51 Sekunden in der vierten Runde aus Hamburg. Sina Gashi. Ja, natürlich viele Fans Dankeschön. Hier. Senat Gashi ist er auch. Dankeschön auch. Thank you very much. Lustiger Vogel. Adnan Rajcovic. Interview mit Kai Petzmann.